Wir Christen haben ja manchmal doch das Problem, dass unser Glaube in der Öffentlichkeit nur als Verbotsreligion wahrgenommen wird. Und das schreckt natürlich viele Menschen ab. Und wenn der Glaube plötzlich im Gewand der Lebensfreude daherkommt, des Genusses, dann wachen viele Menschen auf und sagen, das schaue ich mir zumindest mal an. Das heißt ja nicht, dass die jetzt, wenn sie so einen Whisky-Nachmittag bei mir besucht haben, am nächsten Sonntag in die Kirche gehen. Aber sie fangen mal an, sich mit religiösen Themen zu beschäftigen, lassen sich auch ein, sogar auch aufs Gebet. Also ich schließe solche Veranstaltungen auch immer mit einem Gebet ab. Und ich habe es noch nie erlebt, dass Leute gesagt haben, nein, das mache ich nicht mit, da gehe ich jetzt raus. Hallo und herzlich willkommen bei BibelTV, das Gespräch. Mit Alkohol verbindet der fromme Christ in der Regel das Laster. Für unseren heutigen Gast ist er auch ein Zugang zu Gott. Nicht jeder Alkohol, sondern für ihn ist es der Whisky. Wasser des Lebens nennt er es und wurde als Whisky-Vikar bekannt. Was auf den ersten Blick eher skurril erscheint, ist beim zweiten Blick ein interessanter Weg, sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen und auch Menschen anzusprechen, die auf diese Weise einen Zugang zum Glauben finden. Herzlich willkommen, Fabiker Wolfgang Rothe. Hallo und grüß Gott, Herr Severin. Grüß Sie. Schön, dass Sie da sind und auch gleich etwas mitgebracht haben, was uns nachher noch besser in die Materie einführen wird. Das gehört dazu. Für Sie ist der Whisky nicht nur ein Mittel der Katechese, der Glaubensverkündigung, sondern auch Genuss, oder? Natürlich. Da fängt es erst mal an. Für mich ist der Whisky zunächst ein Hobby gewesen und in einer schlaflosen Nacht ist mir dann die Idee gekommen, das Ganze auch einmal in der Seelsorge zu verwenden, als einmaliges Experiment ursprünglich gedacht. Und das ist so gut angekommen, dass es zur Dauereinrichtung geworden ist. Sprechen wir erstmal über den Genuss. Was finden Sie an Whisky so reizvoll? Also man kann ja nicht Mengen von trinken, kann man auch, aber man kann nicht Mengen von trinken. Ist es so dieses, ja? Sollte man auch nicht. Also für mich ist ein ganz wichtiger Satz in dem Zusammenhang, dass nicht die Menge der Maßstab des Genusses ist, sondern die Mäßigung. Wenn man von was auch immer zu viel genießt, dann stumpft man ab und wird am Ende krank und genießt eben nicht mehr. Und vom Whisky kann man lernen, dass jeder einzelne Tropfen bereits den vollen Genuss schenken kann. Und insofern kann Whisky sogar eine Art Schule sein. Der Whisky-Genuss kann eine Schule sein, sich zu einem Leben der Mäßigung und der Zurückhaltung zu erziehen. Das gibt uns schon einen ersten Hinweis darauf, wie Sie das eigentlich sehen und vielleicht verpacken. Aber vielleicht ist es ja doch mehr als verpacken. Aber sagen Sie mir doch zunächst mal, was reizt Sie am Whisky selbst? Was schmeckt da dran so gut? Und es gibt ja wahrscheinlich sehr unterschiedliche. Ne? Gibt es bestimmte, die Sie bevorzugen? Für mich ist der schottische Whisky schon das Nonplusultra. Schottland ist auch der Ursprung des Whiskys. Irland oder Schottland, die streiten sich ein wenig darüber, aber die schottische Whisky-Kultur ist in der heutigen Zeit schon so der Maßstab dessen, was Whisky-Liebhaber zu begeistern vermag. Es gibt eine sehr lange und ungebrochene Tradition der Whisky-Herstellung in Schottland. Und das hat mich eigentlich von Anfang an am Whisky so fasziniert, dass diese lange Geschichte zurückführt in die Klöster. Whisky ist also in Klöstern von Mönchen erfunden worden und vielleicht sogar das einzige Produkt, was ein ursprünglich klösterliches und damit auch kirchliches Produkt ist. Das kam so, dass die frühen Klöster immer auch eine Krankenstation hatten, in Ermangelung jeder anderweitigen medizinischen Infrastruktur. Und in diesen Krankenstationen, da brauchte man hochprozentigen Alkohol zur Herstellung medizinischer Tinkturen. Und in diesen abgelegenen Regionen in Irland und Schottland, da gab es keinen Wein, den man destillieren konnte. Also musste man den Wein sehr aufwendig, sehr mühsam, sehr teuer importieren. Und wenn er dann importiert war, war er mitunter auch schon verdorben. Also das war keine sehr einfache Sache. Also lieber selber machen war dann das Motto. Und irgendwann ist ein findiger Mönch mal darauf gekommen, dass das Ganze auch mit vergorener Getreidemeische funktioniert. Und Getreide gab es in
Irland und Schottland in Hülle und Fülle. Und damit hatte man das Ausgangsmaterial, ein Ausgangsmaterial. Und vom anderen Ausgangsmaterial, dem Wasser, gibt es in Irland und Schottland auch genug. Und der Schritt von der Medizin zum Trinken war ein ziemlich kleiner. Da kommt vermutlich die Reformation ins Spiel, weil nämlich in der Reformationszeit die schottischen Klöster allesamt zerstört und geschlossen wurden. Und die Mönche, die sich vorher mit der Kunst der Destillation befasst haben, die mussten dann schauen, wie sie ihren Lebensunterhalt verdient haben. Und die haben dann eben weiter destilliert und auf diese Weise überhaupt erst das Angebot geschaffen, was eine entsprechende Nachfrage möglich machte. Und so wurde dann in der Zeit nach der Reformation der Whisky zu einer Art schottischem Volksgetränk. Also es waren ursprünglich irgendwie die britischen Inseln. Man kann nicht genau sagen, ob genau. Irland oder Schottland, weil wahrscheinlich am Anfang nicht ganz, das hat man nicht gleich dokumentiert, so nehme ich mal an. Gut, ist ja auch nicht so wichtig. Es kommt von da und Sie fahren da auch oft genug hin. Aber das war nicht der Anfang, ne? Dass Sie es für sich entdeckt haben, oder ist es gleich in Schottland passiert? Nein, der Anfang ist ganz merkwürdig. Am Anfang steht die vielleicht trockenste Sache der Welt, nämlich das katholische Kirchenrecht. Ich bin Kirchenrechtler. Und Sie armer Mensch. Nein. Gut, ja. Und ich war mal bei einer adligen Familie eingeladen zu einem kirchenrechtlichen Beratungsgespräch. Und zur damaligen Zeit, das ist jetzt rund 15 Jahre her, habe ich mir aus alkoholischen Getränken überhaupt nichts gemacht. Und als dann nach dem Essen Whisky gereicht wurde, habe ich mich nicht getraut, das Glas abzulehnen, weil da in dieser adligen Umgebung so ein bisschen eine förmliche, auch einschüchternde Atmosphäre herrschte. Und ja, dieses Glas ist für mich zu einer Art Offenbarung geworden. Das heißt, das war dann das erste, aber nicht das letzte. Gut, das ist ja der eine Schritt, der viel ein bisschen was trinken, etwas genießen, tun viele Menschen. Aber der entscheidendere Schritt ist ja, das dann plötzlich zu einem Mittel zu überhöhen oder aufzubauen, mit dem Sie etwas mehr erreichen als einfach nur den persönlichen Genuss. Da haben Sie eben von einer schlaflosen Nacht berichtet. Und dann kam Ihnen diese Idee, warum nur ausgerechnet diese? Das weiß ich auch nicht so genau. Vielleicht war es eine göttliche Inspiration. Ich habe jedenfalls vorher immer wieder mal versucht, seelsorgliche Angebote zu schaffen für Menschen, die jetzt mit Glaube, Kirche, Religion nichts oder nichts mehr anfangen können. Ich habe es mit aktuellen Themen versucht, ich habe es mit reißerischen Titeln versucht und ich muss zugeben, nichts hat funktioniert. Es kamen immer die gleichen fünf frommen älteren Damen, die bei jeder Sache gekommen wären, mehr aus Mitleid mit mir als aus Interesse an der Sache. Und als ich es dann mal mit Whisky versucht habe, kamen die auch noch? Nein, aber das ist eine andere Geschichte. Kamen die auch, aber okay. Es kamen eben auch andere Leute. Also die erste Veranstaltung war schon heillos überbucht und das war eigentlich seitdem immer so. Also ich, aus dem einmaligen Versuch ist dann fast ganz von selbst mehr geworden. Die Projekte haben noch andere Gesichter angenommen und sind immer größer geworden, weil einfach die Menschen Freude dran gefunden haben. Wie erklären Sie sich das? Also Whisky ist ja, ich will nicht sagen, ein elitäres Getränk, aber es ist keins, was Hinz und Kunz trinkt. Ja, also da ist ja doch eher Bier oder Wein das, was man so trinkt. Es ist vielleicht auch ein bisschen der Reiz des Ungewohnten oder überhaupt der Ansatz, dass Glaube auch etwas mit Genuss zu tun haben kann, mit Lebensfreude, mit Lebenszugewandtheit. Wir Christen haben ja manchmal doch das Problem, dass unser Glaube in der Öffentlichkeit nur als Verbotsreligion wahrgenommen wird. Und das schreckt natürlich viele Menschen ab. Und wenn der Glaube plötzlich im Gewand der Lebensfreude daherkommt, des Genusses, dann wachen viele Menschen auf und sagen, das schaue ich mir zumindest mal an. Das heißt ja nicht, dass die jetzt, wenn sie so einen Whisky-Nachmittag bei mir besucht haben, am nächsten Sonntag in die Kirche gehen. Aber sie fangen mal an, sich mit religiösen Themen zu beschäftigen. Sie stehen kirchlichen Themen vielleicht nicht mehr so kritisch gegenüber wie vorher. Lassen sich auch ein auf religiöse Überlegungen und vielleicht sogar auch aufs Gebet. Also ich schließe solche Veranstaltungen auch immer mit einem Gebet ab. Und ich habe es noch nie erlebt, dass Leute gesagt haben, nein, das mache ich nicht mit, da gehe ich jetzt raus.
Diese Offenheit für die Religion, ergibt sich die dann einfach über Ihre Person oder machen Sie dann während dieses Seminars auch etwas ausgesprochen Religiöses? Ja, natürlich. Ja. Also das ist für mich schon immer das Entscheidende. Also der Whisky ist sozusagen das Mittel, mit dem ich versuche, die geistliche Botschaft zu transportieren. Wie verbinden Sie das denn? Das kann zum Beispiel mit der Geschichte des Whiskys funktionieren, weil es zum Beispiel in Schottland immer noch sehr viele Destillerien gibt, die an Orten bestehen, wo früher mal ein geistliches Zentrum war, ein Kloster. Und dann kann man so ein bisschen, wenn man so eine Destillerie vorstellt, auch ein bisschen über die klösterliche Geschichte erzählen, ein bisschen über das erzählen, was die Menschen bewegt hat, damals überhaupt aus Getreide Alkohol zu brennen, eben aus der Motivation heraus, Menschen in den Krankenstationen zu helfen, Leiden zu lindern, das Leben erträglicher zu machen, dann ist man schon mitten im Thema der christlichen Nächstenliebe. Ja, also das ist ein Einstieg. Da reden Sie über die Destillerien als Krankenhäuser sozusagen. Wie noch? Was noch? Die Whisky-Herstellung ist auch so ein schönes Beispiel, was man fast wie ein Gleichnis verwenden kann, um christliche Botschaften ein bisschen in ein neues, ungewohntes Gewand zu kleiden. Zum Beispiel haben ja viele Menschen, wahrscheinlich alle Menschen, schon mal die Erfahrung gemacht, dass es in ihrem Leben Phasen gibt, in denen es ihnen nicht gut geht, in denen zum Beispiel Karrierewünsche nicht in Erfüllung gehen, in denen Beziehungen zerbrechen, in denen sie krank sind, in denen sie einen geliebten Menschen verlieren, also einfach Lebensphasen, wo sie meinen, das sind verlorene Zeiten. Und solche Zeiten gibt es auch im, in Anführungszeichen, Leben eines Whiskys. Damit aus einem anfangs farblosen und nicht sonderlich wohlschmeckenden Destillat ein köstlicher, kostbarer Whisky werden kann, muss der erstmal in enge Fässer gesperrt werden und über Jahre hinweg in düstere, muffige Lagerhäuser verbannt werden. Also auch scheinbar eine Zeit, die verloren scheint. Aber gerade in diesen Phasen passiert Entscheidendes, passiert Wesentliches, passiert Reifung. Und wir Menschen können eben in solchen Lebensphasen, in denen es uns nicht so gut geht, in denen wir geprüft werden, in denen wir vielleicht auch mit Gott hadern, im Nachhinein erleben, das waren ganz entscheidende Phasen des Lebens, in denen wir gereift sind, in denen wir etwas dazugelernt haben, in denen uns Gott näher war, als wir das vielleicht vermutet haben, als wir diese Phasen durchlebt haben. Vielleicht haben Sie noch ein drittes Thema, was Sie mit dem Whisky verbinden. Und dann würde ich Sie gerne fragen, ob wir das nicht so mal ein bisschen praktisch machen können. Dazu habe ich etwas mitgebracht. Ein so ein Whisky-Nachmittag in Kurzform, wie das denn laufen würde. Sollen wir das mal tun? Ja, Sie wollten noch einen dritten Zugang hören. Ich dachte, dass wir das vielleicht damit machen können. Ja. Wie würden Sie das machen? Also wie läuft das dann ab? Also die Leute kommen da zusammen und dann gibt es erstmal was zu trinken? Oder? Ich fange immer ganz am Anfang mit einem Schlückchen Whisky an, denn es gibt immer auch die Leute, die meinen, das ist das Eigentliche, warum sie jetzt gekommen sind. Dann sind die schon mal zufrieden. Dann sind die nicht zufrieden. Im Freund und bleiben schon mal sitzen. So ist es ja. Ich würde ja nicht weglaufen, aber ich wäre noch zufriedener, wenn wir jetzt mal so anfangen könnten. Schauen wir mal. Danke. Sie sehen, man braucht nicht viel. Das sagen Sie. Sie würden mir jetzt sagen, was ich tun muss. Zunächst einmal die Farbe anschauen. Whisky-Genuss ist ein Genuss für alle Sinne. Es kommen alle Sinne beim Whisky-Genuss zum Einsatz. Riechen tue ich auch schon was. Ja, das Hören, es kommt ein wenig zu kurz, aber Sie haben vielleicht das Ploppen des Korkens und das Gluckern beim Eingießen gehört. Der Whisky-Liebhaber genießt das schon, weil es sozusagen die Vorfreude auf den kommenden Genuss signalisiert. Dann schaut man sich diese schöne, goldene Farbe an. Man nennt den Whisky ja auch eine Art flüssigen Sonnenschein. Ich verstehe schon, wie Sie das machen. Ja. Dann kommt das Riechen. Wir machen das jetzt sehr kurz. Das Riechen ins Spiel. Und beim Whisky dürfen Sie etwas tun, was man sonst besser nicht tun sollte, nämlich die Nase ganz tief ins Glas stecken. Das soll ich jetzt auch tun, ja. Dann werden Sie jetzt so eine fruchtige,
frische Aromenfülle wahrnehmen können. Die Destillerie aus der... Tut mir leid, liebe Zuschauer, dass Sie das nicht machen können. Ja. Sie können ja nur zugucken, aber Sonnenschein. Damit könnte man sich jetzt durchaus eine halbe Stunde oder noch länger aufhalten. Der Whisky-Genuss, und das versuche ich den Leuten auch immer zu vermitteln, ist beinahe eine Meditationsübung. Man kann jetzt dabei auch durchaus die Augen schließen und den Whisky mit viel Zeit verlocken, seine ganzen Aromen preiszugeben. Und dann, irgendwann, sollte man natürlich auch zum trinken. Probieren übergehen. Aber nicht sofort trinken, sondern ihn ein wenig auf der Zunge lassen, im Mund hin und her bewegen und erst dann hinunterschlucken. Also wir tun das jetzt mal. Sie beginnen. Wunderbar. Also ich nehme Ihnen das ab, dass Sie das genießen. Das ist wirklich wunderbar. Es spricht aus jeder Pore. Was passiert dann? So, dann sitzen die jetzt da. Sie haben ja wahrscheinlich 2-3 Stunden Programm, ne? Oder? Das kommt drauf an. Also ich habe verschiedene Modelle. Also es gibt zum Beispiel auch das Modell Whisky Film Nachmittag, wo ich irgendeinen Film mit einer religiösen Botschaft heraussuche und den dann durch die Verkostung des ein oder anderen Whiskys unterbreche. Oder wenn ich eine Gruppe vor mir habe, die jetzt ganz neu den Zugang zum Whisky sucht, dann erzähle ich eben ein wenig von der Geschichte, vom klösterlichen Hintergrund, von der Entstehung, wie Whisky hergestellt wird, eben dieses Thema Reifung, wie man Whisky genießt in seinen verschiedenen Schritten mit allen Sinnen. Und am Ende kommt dann eben immer auch noch ein Gebet. Und damit kann man sich durchaus ein paar Stunden beschäftigen. Ist das das Einzige, wo ausdrücklich der liebe Gott vorkommt, durch das Gebet am Ende? Naja, er kommt auch... Nur einfach, um das zu verstehen. Er kommt auch in der Geschichte des Whiskys zum Ausdruck, weil man eben da sehr schön das Leben der Mönche im Kloster, warum haben sie das gemacht, aus christlicher Nächstenliebe, um eben kranken Menschen zu helfen. Und so kann man eben immer wieder verschiedene Themen aus der christlichen Heilsbotschaft da hinein einfließen lassen. Sie fahren auch nach Schottland? Natürlich, machen auch, ja. Würden Sie das Exerzitien nennen, Besinnungstage? Ich nenne es Whisky-Wallfahrten. Da habe ich ja auch ein Buch drüber geschrieben. Und ich mache einmal im Jahr so eine Whisky-Wallfahrt mit einer Gruppe, wo wir Orte ansteuern, in denen sich Spiritualität und Spirit, also Whisky, nahe kommen. Und solche Orte gibt es in Schottland noch sehr viele. Das heißt, viele Destillerien existieren noch an Orten, wo früher mal ein Kloster war. Man kann dann oft noch die Ruinen dieser Klöster besuchen oder es gibt auch Destillerien, wo noch solche alten steinernen Hochkreuze stehen, wie man sie aus der keltischen Vergangenheit kennt. Und solche Orte suche ich dann immer heraus, um an Ort und Stelle den Leuten deutlich zu machen, dass Whisky für mich ein Mittel ist, um immer tiefer in den christlichen Glauben hinein einzudringen. Jetzt sagt man modern, spricht man immer von Nachhaltigkeit. Ich könnte also dann in diesem Sinne fragen, was bleibt davon über bei den Leuten? Ich mache die Erfahrung. Sich das irgendwie messen? Was sind Ihre Erfahrungen? Ja, bemessen in dem Sinn, dass die Leute jetzt sofort zu den frömmsten Kirchgängern werden. Das vielleicht nicht. Aber ich mache sehr wohl die Erfahrung, dass diese Leute ein ganz anderes Verhältnis zu Religion, Glaube, Kirche bekommen. Das muss vielleicht auch dann im Laufe der Zeit wachsen und reifen, um das Wort mal wieder zu verwenden. Aber diejenigen, die ich ansprechen möchte, gerade mit diesen Projekten, das sind Menschen, die mit Kirche eben überhaupt keinen Kontakt mehr haben oder die mit der Kirche sogar gebrochen haben, die vielleicht sogar aus der Kirche ausgetreten sind, die eine schlechte Meinung über die Kirche vertreten und plötzlich eben erleben, dass Kirche auch Spaß machen kann, dass Glaube auch Spaß machen kann, dass Glaube etwas mit Lebensfreude zu tun hat, dass Gott es gut mit uns meint, dass Kirche nicht nur aus Verboten und Geboten besteht, sondern eine Hilfe sein soll, um auch mit schwierigen Situationen im Leben leichter zurechtzukommen.
Ich nehme an, dass Ihre Kirchenoberen damit natürlich einverstanden sind, sonst würde das ja gar nicht funktionieren. Gott sei Dank. Die sehen offenbar auch einen Vorteil darin. Oder wie haben die reagiert? Haben die es gleich von Anfang an so gesehen? Es gab am Anfang schon mal auch kritische Fragen, aber es hat mir erst vor einiger Zeit ein Vertreter meiner Chefetage gesagt, sie erreichen halt Leute, die sonst niemand erreicht. Das sind eben Leute, die vielleicht einen Zugang zum Whisky haben, aber auf andere Weise für Glaube, Kirche, Religion eben nicht fassbar sind. Wenn ich einen Bibelkreis anbieten würde, kämen die nicht. Haben Sie auch Kritisches gehört? Es könnte ja sein, dass die Leute sagen, also jetzt muss auch die katholische Kirche noch ankommen und das Suchtverhalten von Menschen unterstützen. Haben Sie so etwas auch gehört und was entgegnen Sie? Es gibt natürlich immer wieder auch mal kritische Stimmen, die kommen gerade so aus dem Bereich der frommen Christen. Das meine ich jetzt gar nicht abfällig und mit solchen Kritiken setze ich mich auch sehr bewusst auseinander und versuche dann auch mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen. Aber Jesus macht es mir da relativ leicht, indem ich auf die Hochzeit zu Kana verweisen kann. Das steht ja sehr ausdrücklich im Johannesevangelium drin, dass Jesus nicht weniger als 600 Liter Wasser in guten Wein verwandelt hat. Wenn man mal davon ausgeht. Eine sehr große Hochzeit. Nehmen wir mal an, es waren vielleicht 100 oder 200 oder 300 Leute. Und selbst wenn es 600 Leute gewesen wären, wäre noch für jeden ein Liter Wein da gewesen, nachdem die ohnehin vorgesehenen Vorräte ja schon aufgebraucht waren. Also sehr asketisch ist es bei der Hochzeit zu Kana ganz bestimmt nicht zugegangen. Außerdem ist in unserer zentralen Feier, sowohl evangelisch als auch katholisch, der Wein. So ist es. Im Mittelpunkt, aber also nicht im Mittelpunkt, aber ein zentrales Element. Aber wie auch immer. Sie haben ein paar Mal jetzt das Wort Genuss benutzt, ja. Weil Sie gesagt haben, also mit der Kirche verbindet man in der Regel so etwas wie, ja, das darf alles keinen Spaß machen. Genau. Es muss alles sehr streng sein und es muss alles enthaltsam sein. Aber das wird ja nicht das Einzige sein, was Sie hat zum Priester werden lassen. Was ist denn für Sie der Genuss am christlichen Leben? Was ist für Sie der Genuss an Gott? Was ist daran das Entscheidende und Wichtige für Sie? Was Sie hat zu dem werden lassen, was Sie heute sind? Ich habe mich von Kindheit an immer schon zu allem hingezogen gefühlt, was Kirche ausmacht. Liturgie, Theologie, allem. Ich habe auch an diesen Dingen Genuss gefunden. Diese Art von Genuss ist erst später dazugekommen. Das ist für mich also eher nachrangig gewesen. Aber auch der Glaube an sich ist etwas, was für mich mit Genuss zu tun hat. Es gibt zum Beispiel ein schönes Buch, das heißt Gott ist schön. Aber was genießen Sie denn am Glauben? Wie tut er Ihnen gut? Glaube befreit. Glaube bereichert das Leben. Glaube macht das Leben leichter. Befreit wovon? Von Angst, von Sorge. Kann in Dingen, die andernfalls vielleicht als sinnlos, belastend, überflüssig erscheinen, auf einmal einen Sinn entdecken. Und ich denke, dass das auch in unserer Zeit ein wichtiger Zugang ist, um Menschen den Glauben wieder schmackhaft zu machen, dass man ihnen sagt, der Glaube soll euer Leben nicht belasten, sondern bereichern. Gibt es in dem Zusammenhang eine Textstelle, von der Sie sagen würden, die ist ganz zentral für mein persönliches Verständnis von Glaube, aber auch von der Beziehung zu Gott? Für mich ist eine der entscheidenden Bibelstellen, die, wo Jesus uns ein Leben in Fülle verheißt. Ein Leben, bei dem kein Wunsch unerfüllt bleibt. Ein Leben ohne Leid, ein Leben ohne Einschränkung. Das wird es in dieser Welt, in diesem Leben nicht geben. Aber jeder Genuss, den wir in diesem Leben erfahren, den versuche ich als einen Vorgeschmack des Paradieses darzustellen. Den Menschen deutlich zu machen, wenn ihr in diesem Leben etwas genießt, dann dürft ihr euch damit gleichzeitig auf das Leben in Fülle freuen, das Gott für euch vorgesehen hat, das Gott euch schenken möchte. Freut euch drauf. Schön, damit können wir eigentlich aufhören, können wir aber noch nicht. Denn ich nehme an, dass die Leute, also die Zuschauer, dass sie von der Seite schon gesehen haben, der Mann hat nicht nur Priesterkragen an, sondern der hat untenrum auch noch was anderes an. Und deswegen müssen wir das einfach zeigen. Ihre Verbindung mit Schottland geht offenbar so weit, dass Sie auch ab und an ein Kilt tragen. Heute ja. Tun Sie es. Ja. Und ich meine, das sollten wir nicht einfach so stehen lassen. Vielleicht machen wir die Verabschiedung zusammen. Danke, dass Sie hier waren.
Danke, dass ich kommen durfte. Alles Gute für Ihre Arbeit. Slánchevá, sagen die Schotten, das heißt gute Gesundheit. Und darin zeigt sich die ursprüngliche medizinische Bedeutung des Whiskys. Slánchevá. Slánchevá. Gute Gesundheit. Danke, dass Sie heute dabei waren, liebe Zuschauer. Hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt. Bibel TV, das Gespräch. Tschüss.